Hallo zusammen, ihr kennt sicherlich alle das Problem, ihr seid gerade am Abschleifen, es fällt viel Staub an oder ihr seid am Bohren und die Späne fliegen gerade nur so durch die Gegend und sorgen natürlich für eine sehr unsaubere Werkstatt. Nun, was hilft dagegen? Es ist ein Werkstattsauger, denn mit solch einem Werkstattsauger könnt ihr natürlich alle Späne, sämtliche Schmutzpartikel und auch den Staub problemlos aufsaugen. Da es aktuell sehr viele Modelle auf dem Markt gibt, haben wir uns die Mühe gemacht, für euch mal hier die fünf besten, beliebtesten Modelle unserer Meinung nach hier rauszusuchen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und starten dann auch sofort mit Platz 5. Auf diesem Platz landet bei uns der Metabo ASA 32L Staubsauger. Gehen wir auch gleich mal hier zu den Vorteilen über. Wir haben hier zum einen einen sehr guten Preis, eine kompakte Bauform. Ein großes Behältervolumen, ist ein Nass- und Trockensauger, er hat eine Abschaltautomatik, hat auch eine gewerbliche Zulassung, hat ein modernes Luftkühlsystem, die Nachteile leider, ein etwas kleiner Schlauchdurchmesser und minderwertige Bodendüsen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch hier gleich mal die Produktdetails im Überblick an. Wir haben hier 1200 Watt Leistung, ein Gewicht von knapp 11 Kilogramm, wir haben hier 7 Meter Aktionsradius, 32 Liter Fassungsvermögen, wir haben einen Faltenfilter aus Zellulose, wir haben hier dabei einen Nass- und Trockeneinsatz, wir haben hier eine Gerätesteckdose auch mit dabei und natürlich auch ein sehr robustes Gehäuse, was so einiges ab kann. Zu kaufen gibt es diesen hochwertigen Werkstattsauger übrigens auf Amazon und deswegen verlinke ich euch diesen auch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an und dann kommt ihr auch zu dieser Produktseite hier. Kommen wir jetzt nun mal zum Preis und auch dort schlägt sich dieser Werkstattsauger von Metabo sehr gut. Er kostet knapp 132,94 Euro. Das ist wirklich ein sehr guter Preis, wenn man bedenkt, dass wir hier ein Markenprodukt haben, was auch eine gewerbliche Zulassung besitzt. Schauen wir uns mal die weiteren Produktmerkmale an. Wir haben hier also zum einen die sehr hohe Leistung von 1200 Watt, was wirklich mehr als ausreichend für die Werkstatt ist. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch hier nochmal die weiteren Punkte an. Hier wird nochmal alles genau erklärt. Das ist wie gesagt auch ein Nass- und Trockensauger. Er ist also auch hier sehr flexibel einsetzbar. Das große Behältervolumen von 32 Litern ist natürlich auch hier besonders gut. Ihr könnt also viel damit aufsaugen. Die Bewertungen sehen auch gut aus. Ist hier wirklich ein tolles Produkt. Viele finden, dass es wirklich hier sehr gut auch für die Werkstatt geeignet ist. Platz 4. Auf diesem Platz landet bei uns der Bosch Advanced Vac 20. Schauen wir uns auch hier gleich mal die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier ein sehr großes Behältervolumen, auch ein Nass- und Trockensauger. Er hat eine sehr gute Saugleistung, eine integrierte Blasfunktion, ein antistatisches Gehäuse, einen ergonomischen Tragegriff und er ist sehr leicht zu entleeren. Die Nachteile, leider kein Edelstahlbehälter und auch ansonsten ist er etwas schwer. Gehen wir weiter auf die Produktdetails. Wir haben hier auch 1200 Watt Leistung, ein Gewicht von 7,6 Kilogramm, 78 Dezibel von der Lautstärke her, 5 Meter Aktionsradius, 20 Liter Fassungsvermögen, wir haben hier einen Papierfilterbeutel mit dabei, Nass- und Trockeneinsatz und er hat sogar noch einen abnehmbaren Handgriff. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch mal diesen hier direkt auf Amazon an und natürlich verlinke ich euch auch diesen Werkstattsauger unten in der Videobeschreibung, also schaut dort unbedingt mal rein, klickt den Link an und dann kommt ihr zu dieser Seite hier und könnt euch diesen Werkstattsauger nachher in aller Ruhe nochmal anschauen. Den gibt es hier in verschiedenen Ausführungen. Wir haben uns hier für die relativ einfache Ausführung entschieden. 107,99 Euro ist hier wirklich ein sehr günstiger und guter Preis, dafür, dass es sich hier auch um ein Markenprodukt von Bosch handelt. Hier nochmal die technischen Daten mit der hohen Leistung von 1200 Watt. Das sieht eigentlich auch soweit sehr gut aus. Hier nochmal sämtliche Produktmerkmale. Wir können auch hier nochmal die einzelnen Einsatzgebiete sehen. Das passt dann auch soweit. Hier nochmal eine kleine Vergleichstabelle. Und dann schauen wir uns jetzt auch hier gleich mal die Bewertungen an. Liefert alles sehr positiv aus. Es ist hier ein wirklich sehr guter Sauger. Ein wirklich sehr handhabbares Gerät mit einer sehr guten Saugleistung dank seinen 1200 Watt. Den Link dazu, den gibt es natürlich, wie vorhin auch schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung. Platz 3. Auf diesem Platz landet bei uns der Einhell TCVC 1812S Werkstattsauger. Starten wir auch hier gleich mal mit den Vor- und Nachteilen. Wir haben hier einen sehr guten Preis, auch einen Nass- und Trockensauger mit einer sehr hohen Saugleistung, 12 Liter Edelstahlbehälter, wir haben hier einen integrierten Blasanschluss, einen ergonomischen Tragegriff, eine praktische Kabelhalterung, die Nachteile, etwas kurzes Netzkabel und er ist auch nicht so hochwertig gefertigt. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal weiter zu den Produktdetails.
Wir haben hier zum einen 1250 Watt Leistung, ein Gewicht von 3,2 Kilogramm, 78 dB Lautstärke, 5 Meter Aktionsradius, 17 Liter Fassungsvermögen. Ein Fließbeutel ist mit dabei. Wir haben hier langlebigen Edelstahl, wir haben hier ein 2,5 Meter langes Netzkabel und der ist relativ einfach zu öffnen. Auch diesen Staubsauger gibt es natürlich auf Amazon, deswegen verlinke ich euch auch diesen unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein. Klickt den Link an, dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier und könnt euch diesen Staubsauger nochmal nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Kommen wir hier nochmal kurz zu diesen Modellvarianten. Wir haben uns hier für die einfache entschieden, die ist wirklich sehr günstig. 38,46 Euro ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Gerade wenn ihr den nicht so oft braucht, ist das, denke ich, wahrscheinlich die beste Wahl. Auch die Leistung 1250 Watt kann sich ja durchaus sehen lassen, ist also wirklich mehr als ausreichend. Hier nochmal die Produktmerkmale und auch das Zubehör, was mit dabei ist, wird hier alles aufgelistet. Sieht eigentlich auch soweit alles sehr gut aus. Hier gibt es nochmal ein Fließbeutel-Set. Hier nochmal einen direkten Vergleich zu seinem großen Bruder. Jetzt schauen wir uns aber mal die Bewertungen an und auch die fallen hier wirklich sehr gut aus. Wir haben hier ein sehr gutes und handliches Gerät, was hier wirklich sehr gut für die Werkstatt geeignet ist. Es ist wirklich hier jeden Cent wert und auch die weiteren Bewertungen, die sehen hier wirklich sehr gut aus. Wie gesagt, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu Platz 2. Auf diesem Platz landet bei uns der Bosch GAS 20L SFC. Schauen wir uns auch hier nochmal die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier eine sehr hohe Qualität, weil es auch ein professioneller Sauger ist. Wir haben ein großes Behältervolumen, ist auch ein Nass- und Trockensauger mit einer integrierten Blasfunktion, antistatisches Gehäuse, wir haben hier eine Gerätesteckdose mit dabei und auch einen Universaladapter. Die Nachteile, leider sind die Fließbeutel etwas teurer. Nun gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier 1200 Watt Leistung, ein Gewicht von 6 Kilogramm, eine Lautstärke von 71 Dezibel, 5 Meter Aktionsradius, 20 Liter Fassungsvermögen, Fließbeutel sind mit dabei, wir haben einen Nass- und Trockeneinsatz, wir haben eine eingebaute Steckdose und man kann ihn wirklich relativ einfach öffnen. Jetzt schauen wir uns auch diesen Staubsauger hier mal direkt auf Amazon an. Natürlich gibt es auch diesen unten verlinkt in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an und dann kommt ihr auch zu dieser Seite. Hier gibt es zudem auch noch ein sehr interessantes Video, was sich auf jeden Fall auch mal lohnt, es anzuschauen. Hier gibt es auch verschiedene Varianten von dem Staubsauger. Wie gesagt, wir haben uns hier für die 20 Liter Variante entschieden. Die kostet auch nur 166 Euro, ist zwar etwas teurer, aber dennoch für ein professionelles Gerät vom Preis her dennoch völlig in Ordnung. Die Leistung auch 1200 Watt, mehr als ausreichend, also ideal für eure Werkstatt. Schauen wir uns hier mal die Produktmerkmale an. Hier wird nur alles erklärt, hier wird nun mal auch gezeigt, wo die Einsatzgebiete genau liegen. Auch für den Handwerker ist dieser Werkstattsauger genau das Richtige. Die Bewertungen fallen hier auch sehr gut aus, es ist ein einfach guter Sauger, ein tolles Bosch-Produkt, saugen wie ein Profi. Deswegen, wir empfehlen euch diesen Staubsauger, wenn ihr gerade einen professionellen Werkstattsauger sucht. Den Link dazu, den gibt es wie gesagt unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt ihn an. Platz 1, unser Vergleichssieger. Es ist der Kärcher WD3 Premium. Schauen wir uns auch mal hier gleich die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier zum einen einen sehr guten Preis, eine hohe Saugleistung, ist auch ein Nass- und Trockensauger, er hat einen Edelstahlbehälter, eine Blasfunktion, einen ergonomischen Tragegriff, eine kompakte Bauweise und ein integriertes Zubehör. Der einzige Nachteil, er hat leider keinen direkten Gerätestecker am Gehäuse. Aber ich denke mal, für den Preis ist es dennoch durchaus sehr attraktiv, besonders wenn ihr hier für eure Werkstatt verwendet. Produktdetails, wir haben hier 1000 Watt Leistung, 5,8 Kilogramm Nettogewicht, 75 dB Lautstärke, 6 Meter Aktionsradius, 17 Liter Fassungsvermögen. Wir haben hier Papierfilterbeutel mit dabei, wir haben hier einen Pull-and-Push-Verschluss, wir haben hier eine neu entwickelte Bodendüse und er ist auch hier sehr einfach und schnell zu öffnen. Zu kaufen gibt es diesen Werkstattsauger natürlich auf Amazon und deshalb verlinken wir auch diesen unten in der Videobeschreibung, also schaut dort unbedingt mal rein, klickt den Link an, dann kommt ihr hier auch zu dieser Produktseite und könnt ihn euch nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Es gibt ja auch verschiedene Sets, mehr oder weniger. Wir haben uns hier für das einfache Set mit Edelstahlbehälter entschieden. Der Preis 68,19 Euro ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis, dafür, dass es sich hier um ein hochwertiges Kärcher-Produkt handelt. Hier nochmal die einzelnen technischen Daten. 1000 Watt Leistung geht hier auch völlig in Ordnung, mehr braucht ihr eigentlich dabei auch nicht. Die Produktmerkmale sehen auch sehr gut aus. Ihr könnt den Sauger, wie gesagt, für wirklich beinahe jedes Szenario verwenden. Und auch hier haben wir nochmal eine kleine Auflistung, wie es hier zu seinen Brüdern und Schwestern steht.
Bewertungen. Auch die sehen gut aus. Ein toller Industriestaubsauger, Preis-Leistung top, saugt alles, egal was. Passt also wirklich hier sehr gut rein. Wie schon vorhin erwähnt, gibt es natürlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein, klickt ihn an und dann könnt ihr nach diesem Video euch den Kercher nochmal hier in aller Ruhe anschauen. Also, steht also fest, wir haben unseren Vergleichssieger gefunden. Es ist der Kercher WD3 Premium. Schauen wir uns jetzt also hier nochmal direkt alle Vorteile auf einen Blick an. Wir haben einen sehr guten Preis, eine sehr hohe Saugleistung, ist ein Nass- und Trockensauger, er hat einen Edelstahlbehälter, eine Blasfunktion und auch ein sehr kompaktes Gehäuse. Das soll es nun gewesen sein zu den besten und beliebtesten 5 Werkstattsaugern unserer Meinung nach. Wie immer gibt es natürlich alle Informationen und Links unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an, www.staubsaugertest24.de. Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien. Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akkustaubsauger, wir haben hier Roboterstaubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte im Direktvergleich, da gibt es mal Testberichte und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Ich bedanke mich nun fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Bis bald!